Aber wir sind guter, sauberer Spaß. Also wir sind kein Schmutz, oder? Punk hatte einiges aufgebrochen und in diesem aufgebrochenen Zustand gab es eine Menge neue Leute und neue Sachen, die passierten, und es schien einfach ein Klima zu sein, in dem einiges möglich war, was vorher überhaupt nicht mal denkbar war. Also es war durchaus möglich, vollkommen neue Musik zu machen, vollkommen neue Ansätze in vielen verschiedenen Bereichen zu entwickeln. Und in genau dem Klima, denke ich, das hing auch mit Wohnen und besetzten Häusern und so, da waren lauter neue Ansätze in der Luft. Und das war ein sehr gutes Klima. Wir hatten keinen Großraum. Um unser musikalisches Limit irgendwie zu erweitern, haben wir Expeditionen veranstaltet. Und eine von diesen Expeditionen hat eben in eine hohle Autobahnbrücke geführt, und in dieser hohen Autobahnbrücke haben wir gespielt. Also das Erste, was ich gemacht habe, war irgendwie das Stahlschlagzeug irgendwie für einen Auftritt in Hamburg. Und des Weiteren, ich sagte ja schon, ich besuche gerne öfters Baustellen, gerne Rohbaustellen, und so metallische Körper und so haben meistens auch eine besondere Affinität zu mir. Ich muss den einfach mitnehmen, entdecken, irgendwie wie die klingen und so. Inzwischen weiß ich das auch alles, ne? Und gab es irgendwie auch mit Saiten kann man auch eine Menge machen in Hohlkörpern. Irgendwie im Grunde genommen entdecke ich so nur irgendwelche Materialien meiner Umwelt und bringe sie dann zum Klingen. Plastik habe ich entdeckt, irgendwie so ein Plastikschlagzeug daraus gemacht. Im SS-36, kann ich mich erinnern, sagte man mir später, ich hatte genau 10 cm neben einer Starkstromleitung gebohrt. Ich bin noch mit dem Leben davon gekommen. Ich war, glaube ich, 14 oder so und habe Blixer kennengelernt in seinem Laden und habe ihn so nach der Schule besucht. Also naja, man war halt sehr jung und so, und also ich habe alles aufgegeben so für die Musik. Weil ich war unheimlich enthusiastisch und ich dachte, das ist irgendwie das Ding für mich, Musik machen. Das ist das durstige Tier. Das haben wir gebaut, als wir mal nicht auf irgendwelchen Baustellen irgendwas gestohlen haben, sondern wir haben uns in einem Do-it-yourself-Heimwerkermarkt irgendwie getroffen, und ich habe dann dieses Instrument zusammengesetzt aus handelsüblichen Teilen. Die Preise sind noch dran. Und ich möchte hierzu sagen, dass ich der Beste auf diesem Instrument bin, weil ich kann höher spielen als alle anderen. Das Publikum war deutlich jünger als in anderen Ländern. Sprich, die waren zwischen 12 und 15 Jahren zum großen Teil. Und was ich vermute, ist eben, dass gerade Leute in diesem, oder Menschen, oder Japaner und Japanerinnen in dieser Altersgruppe, die Neubauten gesehen haben als ein Symbol oder als ein Statthalter für eine Haltung gegenüber ihrer Gesellschaft, nämlich als ein Ausdruck von nonkonformistischem Verhalten und damit durchkommen, was in Japan sicher selten und ungewöhnlich war. Das muss anstrengend sein. Also mir das, wenn du die Musik nicht spürst, wenn du sie machst, wenn die irgendwie sich nicht total gefangen nimmt, auch körperlich irgendwie, und dich angreift, auch wie irgendwie Stahl
Steine, die du benutzt, die begreifen dich ja an. Irgendwie. Du spürst sie immer ganz direkt, die tun was mit dir. Dann wird das Konzert auch ziemlich an einem vorbeigehen. Irgendwie. Zum anderen hilft dir eine Anstrengung auch an Reserven in dir selbst ranzukommen und auch irgendwie Barrieren zu durchbrechen, dass du selbst die Kontrolle verlierst und nicht mehr nur darauf achtest, dass du genau den richtigen Einsatz triffst, und, sondern einfach unterbewusster spielst. Und deswegen ist Anstrengung sehr toll. Deswegen macht es auch viel Spaß zu spielen. Meint ihr nicht, wir könnten es signieren, vielleicht sogar auch resignieren und dieses Land gleich eintagsfliegen, nur auf und ab und ab und auf bespielen, um später dann ganz aufgedunsen zurückzukehren, längst vergessen, nur noch kleine Kreise ziehen? Wir könnten. Aber das Gute an der Band ist ja, dass sie sich wirklich nie darum geschert hat, ob da eine kommerzielle Entwicklung eigentlich stattfindet oder nicht. Trotzdem musste sich ja irgendjemand Gedanken drüber machen, das war ich dann natürlich. Und um solche Musik zu verkaufen, muss man natürlich mehrere Sachen in Betracht ziehen. Das eine ist, man muss völlig abkoppeln die Musik selbst von dem Kaufimpuls bei dem Kunden. Das heißt, die Entscheidung für jemanden, der in den Plattenladen geht, ob er sich diese Platte nun kauft oder nicht, das darf in keiner Weise damit zusammenhängen, welche Musik da drauf ist. Zum Profitbereich, naja, also wir sind nicht im Profitbereich. Also auch wenn ich jetzt so einen Mantel habe, den habe ich mir natürlich von anderem Geld gekauft. Da will ich jetzt nicht weiter darauf eingehen. Aber es ist tatsächlich so, wir sind effektiv pleite. Das liegt natürlich einmal daran, dass jede dieser Platten, die nachher hier eingeblendet werden, furchtbar viel Geld kosten. Das hat nun wieder auch mehrere Gründe. Das eine ist, wie Alex glaube ich schon gesagt hat, dass wir nie üben. Das heißt, im Studio müssen wir dann doch so ein bisschen probieren, wie es eigentlich geht. Dann vergessen einzelne Mitglieder auch leicht, dass wir im Studio gerade sind, kommen zwei Tage später. Das heißt, man sitzt zwei Tage sowieso rum, die Uhr läuft, das kostet alles sehr viel Geld.